Hallo und herzlich willkommen, ich bin Slowaka. Weiter geht's mit Hard West 2. Wir sitzen hier im Winter offensichtlich fest und sollen uns Schutz suchen. Wir hätten hier die Möglichkeit, in ein zerstörtes Lager zu gehen. Oder hier oben gibt es noch eine zerstörte Hütte. Hier hinten irgendwas, was wir noch nicht erkennen. Und hier unten liegt Beute rum. Aber ich glaube, da ist schlecht rankommen momentan. Also hier geht es ein Stück runter, aber weiter geht's nicht. Das wäre auch vielleicht ein bisschen zu gefährlich. Ich würde sagen, eigentlich ist mir die Hütte lieber als das Lager. Ich probiere da mal hinzureiten. Mal gucken, was passiert. Zerstörte Hütte. Eine gefährliche Begegnung mit dem Geisterzug hatte die Hütte in einen Trümmerhaufen verwandelt. Die Hälfte war weggerissen und der Rest stand gerade so noch aufrecht. Die Ruinen zu durchsuchen wäre riskant. Naja, wir machen das natürlich trotzdem. Hier muss es doch irgendwas Nützliches geben. 5 Dollar sollten wir kriegen. Wir haben 7 Dollar. Wir sind nicht so wahnsinnig gut ausgestattet. Was wir vorfanden, Jagdtrophäen, stumpfe Hautmesser, rostige Fallen, ließ darauf schließen, dass die Hütte einst einem Jäger gehört hatte. Doch für uns war das alles nutzlos. Nachdem wir nichts als eine Half-Eagle-Münze gefunden hatten, gaben wir auf und entschieden uns, die Hütte zu verlassen und einen besseren Unterschlupf zu finden. Na, immerhin 5 Dollar. Dann gehen wir doch nochmal zum zerstörten Lager. Wir ritten durch den Schnee, die Pferde schienen das kalte Wetter gut zu verkraften. Flynn hatte gemeint, sie hätte sie bei den Bäumen gefunden, in der Nähe des Orts, an dem der Geisterzug verschwunden war. Ihre einstigen Besitzer, wahre Pechvögel, waren wohl zur falschen Zeit am falschen Ort. Zumindest haben die Pferde jetzt neue Besitzer und scheinen auch froh darüber zu sein. Flynn verstummte plötzlich. Sie zog sich ihre Haube tief ins Gesicht und äußerte lange kein einziges Wort. Ich fragte mich, ob ich mir Sorgen machen sollte. Also da kamen die Pferde her. Ich glaube, du hast recht. Wer auch immer hier gelagert hat, kam dem Pfad des Geisterzugs ein wenig zu nah. Sie sind wahrscheinlich lange fort. Mir schauderte. Kommt schon, bleiben wir in Bewegung. Okay, du kannst jederzeit dein Lager aufschlagen. Im Lager kannst du dich mit den Mitgliedern der Bande unterhalten, um sie näher kennenzulernen. Das sollten wir vielleicht mal machen. Wir haben jetzt im... hier ist das Lager aufschlagen. Inventar geht irgendwie noch nicht. Da haben wir auch noch neue Sachen drin, aber noch haben wir darauf keinen Zugriff. Ich finde es ganz cool, dass wir hier so Heroes of Might and Magic mäßig durch die Karte reiten können. We ain't really dressed for this. Wir sind nicht wirklich gut angezogen, sagt er. Schauen wir uns die verlassene Farm an oder sehen wir hier schon was? Ein blutiges Kreuz. Vielleicht sollten wir auch erstmal ein Lager aufschlagen. Das Gebäude bot nur wenig Schutz, aber wir schafften es, ein kleines Feuer zu entzünden. Es war besser als nichts. Plötzlich hörten wir ein dumpfes Hämmern, das aus der Richtung eines flachen Erdhaufens direkt neben dem kaputten Zaun kam. Aus dem Erdhaufen ragte ein schiefes Kreuz. Der Himmel war düster, aber der Schnee reflektierte das bisschen Licht genug, sodass wir sehen konnten, dass außer uns niemand hier war. Wir standen über dem vermeintlichen Grab. Bum, bum, bum. Flynn blickte mich an. Jin? Jin? Ich will, dass du jetzt ganz genau darüber nachdenkst, was du als nächstes tun wirst. Wir graben? Nein, wir schauen mal nach, aber vorsichtig. Das ist Schicksal, Kleine. Na komm, erzähl mir nicht, dass du heute Nacht ruhig geschlafen könntest, wenn wir der Sache nicht auf den Grund gehen. Wir müssen nur vorsichtig sein. I'd sleep perfectly well. I hate you, Jin Carter. Tja, mein Schlaf würde das überhaupt nicht belasten. Ich hasse dich, Jin Carter. Wir durchsuchten die Farm. Nachdem wir 2 Schaufeln gefunden hatten, begannen wir zu graben. Wir gruben eine halbe Stunde lang. Das Hämmern wurde immer lauter und verhallte umgehend, als der Deckel eines schlichten Holzsargs zum Vorschein kam. Hallo? Nein, da kommt dann einer raus. Eine bleiche Faust durchschlug den Sargdeckel. Holzsplitter wirbelten an uns vorbei und muffiger Grabgestank waberte durch die kalte Nachtluft. Wir schreckten instinktiv zurück, zückten unsere Revolver und richteten sie auf die Hand. Angestrengtes Ächzen.
und das Geräusch von zersplitterndem Holz durchbrachen die winterliche Stille erneut und schon bald erhob sich ein Mann mit blasser und krank aussehender Hautfarbe aus dem Sarg. Seine Kleidung war mit Staub bedeckt. Was in Teufels Namen? Okay. Der Tote kroch aus seinem Grab. Zwischen seinen spröden Lippen drang eine kleine Staubwolke nach außen. Dann zeigte er mit dem Finger auf uns und sprach mit einer Stimme, die wie ein rostiger Nagel klang, der über einen Knochen gezogen wurde. Warum bin ich hier? Was hast du getan? Das ist Bill. Ist es Buffalo Bill? Ihn erschießen, überlass das Flynn, wir haben uns nichts vorzuwerfen. Moment mal. Ich will ihn nicht erschießen. Er soll erstmal, vielleicht kann er uns ja ein bisschen helfen. Wir haben uns nichts vorzuwerfen. Immer mit der Ruhe. Wir haben nichts falsch gemacht. Wir haben dich hämmern hören und deine verrottete Leiche ausgegraben. Das untote Ding ächzte und stapfte in Richtung Haus. Wir entschlossen uns, ihm zu folgen. Im Haus nahm der Fremde jedes Zimmer, jede Ecke und jede Ritze genau unter die Lupe. Dabei ächzte und hustete er permanent. Doch seine vorsichtigen Bewegungen ließen auf eine seltsame Stärke schließen, auf eine Art Bestimmung. Er war groß, viel größer als wir, aber als er sich endlich wieder zu uns umdrehte, konnten wir seine Augen trotzdem nicht sehen. Guns! I need guns! Knarren, ich brauche Knarren. Ja, Moment mal, wer bist du denn? Back in my breathing days, folks called me Old Man Bill. Old Man Bill, okay. Done everything the West has to offer. Als ich noch Luft in den Lungen hatte, nannte man mich Old Man Bill. Ich habe schon alles gesehen und alles getan, was der Westen zu bieten hat. Ich war ein Bandit, ein Dieb, ein Sheriff, ein Kopfgeldjäger. Scheiße nochmal, ich war sogar mal für eine Weile ein Exorzist. Und jetzt bin ich das, was immer das hier ist. Okay, was ist gerade passiert? Du siehst gar nicht gut aus, Freund, was ist passiert? Eines Tages bin ich einfach in dem Holzsarg aufgewacht, vergraben im eigenen Garten. Zuerst dachte ich, ich würde träumen. Ich erinnerte mich an einen Zug des Todes, der vom Teufel höchstpersönlich gesteuert wurde und auf direktem Wege in die Hölle raste. Als er mich sah, fing er zu lachen an. Er lachte so heftig, dass ich davon wach wurde. Als mir klar wurde, dass ich gefangen war, begann ich gegen den Sargdeckel zu hämmern, um mich zu befreien. Zuerst hatte ich Panik, aber als mir klar wurde, dass ich bereits tot war, verschwand die Angst. Ich wusste nur, dass ich da raus musste. Keine Ahnung, wie lange ich letztlich da unten war. Eine Woche, ein Monat, ein Jahr. Das nächste, an was ich mich erinnere, war das Geräusch von Schaufeln, von euren Schaufeln. Und dann war ich frei. Okay, worauf hast du es abgesehen? Du greifst nicht an und du scheinst bei Verstand zu sein. Was hast du jetzt vor? Der Wiedergänger zuckte mit den Schultern und Staub rieselte auf den Boden. Ich hole mir jetzt ein paar Knarren. Werd den Teufel suchen, der mich aufgeweckt hat. Werd ihn dem Garaus machen. Und dann lege ich mich wieder schlafen. Okay, wir kennen diesen Teufel, von dem du sprichst. Er ist ein zäher Mistkerl. Mammon heißt er und hat uns... Und uns hat er auch etwas genommen. Wenn du ihn finden willst, sollten wir vielleicht zusammenreiten, zumindest bis wir ihn umzingelt haben. Wir haben einen Deal. Wir werden ihn aufspüren. Ah, er sagte, wenn man ihn sprechen hört, fragt er noch Mister. Und wir sagen Jin Carter. Und das hier ist Flynn. Wie ihr meint, Jungspunde, nennt mich Bill. Vor Jahren habe ich etwas Ausrüstung in einer alten Jagdhütte versteckt. Lasst uns diesen Blizzard aussitzen und dann schauen wir, ob mein Zeug noch da ist. Naja, glücklicherweise haben wir ein Pferd für dich. Los geht's. Während du die Spielwelt erkundest, findest du nicht selten Nebenmissionen, die mit zusätzlicher Beute winken. Alles klar. Bills Versteck. Das müssen wir uns irgendwann mal anschauen, aber ich denke, wir werden jetzt mal... Das nächste ist die nächstgelegene Stadt finden. Ich gucke mal, ob wir ein Lagerfeuer, ein Lager aufschlagen können. Wir schauen mal, was wir dann machen können. Wir schlugen unser Lager auf und versammelten uns um das Feuer. Der Wind um uns herum klang wie das Heulen einer untröstlichen Todesfee. Selbst unsere Pferde drängte es näher zusammen. Sprechen wir mal kurz mit Flynn.
Flynn saß allein vor dem Feuer und starrte in die Flammen. Ich setzte mich neben sie. Ich versuchte eine Weile lang, das Geschehene zu verarbeiten. Mit mir stimmte etwas ganz und gar nicht. Ich konnte es spüren. Du hast mir den Arsch gerettet. Danke dafür. Flynn sah mich an, als wüsste sie, wovon ich sprach, aber wie konnte sie es wissen? Du siehst gar nicht gut aus, Jin. Hör zu, ich weiß, du schüttest nicht gern dein Herz aus, aber diese Sache, die Mammon mit dir und Clive gemacht hat, das war ernst. Wir müssen darüber reden. Das geht dich nichts an, Kind. Du bist wirklich ein sturer Esel, Jin. Du verschließt die Augen vor allem, was du nicht direkt kontrollieren kannst. Und das macht dich blind. Sieh hinter dich, Arschloch. Du hast keinen Schatten. Oh. Sie schürte das Feuer und die Flammen loderten einen Moment lang heller. Ich blickte mich um. Es dauerte eine Weile, bevor ich es kapierte. Sie hatte recht. An der Wand, wo mein Schatten hätte sein sollen, war nichts zu sehen. Für das Feuer existierte ich nicht einmal. Niemanden interessiert es, ob du an eine Seele glaubst oder nicht. Es spielt keine Rolle, wie du es nennst. Ich fühle mich auch merkwürdig. Ich habe zwar noch meinen Schatten, aber er sieht verdammt mitgenommen aus. Was immer Mammon uns im Geisterzug angetan hat, er hat uns alle verwundet. Aber dich, dich und Kestrel, Kestrel hat es am schlimmsten erwischt. Mein Schatten sieht vielleicht schlimm aus, aber dein Schatten ist weg. Ich war sprachlos. Okay, also wir haben offensichtlich unsere Seele so richtig mal verkauft oder unseren Schatten verkauft, man weiß es nicht so genau. Ich frage mal nach Flynns Vergangenheit. Ah, wir können bisher... Wir müssen Loyalitätspunkte sammeln offensichtlich, aber Kapitel 1 kriegen wir von ihr. Was willst du sonst noch wissen, Jin? Ich habe dir bereits gesagt, dass ich in einem Waisenhaus aufgewachsen bin. Ich bin entkommen und wuchs auf den Straßen von Mornwood auf, bis ich mich einem Zirkus angeschlossen habe, der durch die Stadt zog. Dort habt ihr mich gefunden. Kestrel und du. Und das ist alles. Ich kannte meine Eltern nie. Die Schwestern im Waisenhaus sagten mir, dass ein einsamer Mann mit zerfetzter Kleidung und einem heimgesuchten Gesicht mich auf der Schwelle hat liegen lassen. Sie sagen, das war mein Vater und... Ich habe das Gefühl, dass meine Kräfte von ihm kamen. Eines Tages werde ich ihn finden, weißt du? Wenn das alles vorbei ist, werde ich ihn finden. Danke, Flynn. Reden wir mit dem Wiedergänger auch nochmal? Ich denke schon, wir sollten die Geschichten kennen. Wir waren beide sehr interessiert an unserem neuen, frisch wiederbelebten Freund. Doch bevor ich irgendwelche Fragen stellen konnte, zerrte mich Flynn von dem Wiedergänger weg. Hast du deinen scheiß Verstand verloren? Wir wissen nicht mal, was er überhaupt ist. Wir sind mitten im Nirgendwo und müssen uns vielleicht schon bald dem leibhaftigen Teufel stellen und wir haben schon genug gute Männer verloren. Unter diesen Gesichtspunkten halte ich es für eine vernünftige Idee, mich mit einem harten Veteranen zusammenzutun, der nicht sterben kann. Mit deinen Talenten hast du ja wohl nicht wirklich das Recht, dich über andere andersartige Gestalten zu beschweren. Flynn fluchte, aber ließ mich los. Okay, also ja, Flynns Eigenschaften müssen wir uns auch nochmal genauer anschauen. Noch haben wir sie nicht alle erkannt, glaube ich. In der ersten Mission sind die ganzen Fähigkeiten noch nicht freigeschaltet. Wie bist du gestorben, fragen wir mal. Nachdem ich mich zur Ruhe gesetzt hatte, lebte ich mit meiner Frau und meinem Sohn auf eben dieser Farm. Das erste Mal in meinem Leben hatte ich Ruhe und Frieden gefunden, aber es sollte nicht so bleiben. Eines Tages stand einer meiner alten Feinde vor meiner Tür. Er hatte es sich in den Kopf gesetzt, meinen Namen von seiner Racheliste zu streichen. Ich konnte 7 seiner Leute erschießen, bevor mich die letzten 3 auf den Boden warfen und mich festhielten. Dann zückte er seinen Revolver und verpasste mir den Gnadenschuss. Wie bei einem alten Köter. Hey, das muss ja Jahre her sein. Eines Tages bin ich einfach in dem Holzsarg aufgewacht, vergraben im eigenen Garten. Das haben wir schon gehört. Ich würde sagen, danke Bill, das war erstmal alles. Wir werden das Lager an dieser Stelle erstmal abbrechen und weiterziehen. Mit den Pferden, mit Flynn und... Ich frage mich, wo die beiden anderen sind.
Wir untersuchen mal das blutige Kreuz hier. Heieiei. Boah, das ist aber auch eine fiese Gegend hier. Plötzlich stießen wir auf eine Szene, die so grausam war, so irrational, dass sogar ich leise fluchen musste. Als wir hinabsahen, erblickten wir ein fades Kreuz, umgeben von blutigem Schnee. Jemand hatte einen nackten Mann daran genagelt und diesen zum Sterben in der Kälte zurückgelassen. Ich stieg von meinem Pferd ab und nahm einen Schritt darauf zu. Flynn folgte mir nicht. Sei vorsichtig. Dieser Mann muss schon seit Tagen tot in der Witterung gelegen haben. Tiere hatten sich an ihm zu schaffen gemacht und eine dürre, skelettartige Gestalt hinterlassen, der ein Gewirr aus vertrockneten Eingeweiden zwischen den Beinen hing. Wir schauen mal, ob es was Nützliches gibt. Ungeachtet des Gestanks suchte ich den Schnee und die Gedärme rund um den Leichnam nach etwas Nützlichem ab. Irgendwo steckte in der Brusthöhle des Leichnams irgendetwas. Waren das etwa Spielkarten? Urplötzlich zuckte der Leichnam auf, riss seinen Kopf herum und schnappte mit seinen Zähnen nach meinem Gesicht. Schalos! Meine Güte. Ich frag mal Bill, ob das ein Freund von ihm ist. Ich wich schleunigst zurück. Ein Freund von dir, Bill? Mammon, sagt der Wiedergänger. Der Untote schlug wild um sich, in der Hoffnung, uns zu erwischen, doch die Nägel und Seile hielten ihn im Zaum. Er ist überhaupt nicht wie ich. Keine Erinnerungen, kein freier Wille, nur Hunger. Er wurde wohl wiederbelebt, als der Geisterzug hier vorbeikam, verdammter Narr, sagte unser eigener Wiedergänger, bevor er seine Waffe hob und auf den Kopf des Untoten schoss, bis er in Fetzen hing. Erst dann hörte er auf, sich zu bewegen. Ohne Kopf war der Untote nun weniger lebhaft, nun hieß es nur noch Schneid beweisen. So, was haben wir denn hier? Ich schnapp mir die Karten. Nimm die Karten Flynn, dann nimmt sie andere Karten. Ah, okay, wir kriegen bestimmte Karten. Dass wir Karten hier irgendwie sammeln können und mit denen unsere Fähigkeiten verbessern, habe ich schon irgendwo mal gesehen. Los, Bill, hol du dir die Karten oder lassen wir diese verdammten Karten erstmal liegen. Ich denke, es gibt irgendwie sowas wie Unruhe oder sowas in der Richtung, aber ik würde sagen, wir machen das erstmal. Pik 9, Karo König, Kreuz Dame. Als ich meine Hand zwischen die Rippen streckte, fuhr ein Ruck durch den kopflosen Leichnam und ich spürte, wie die spitzen Knochen meiner Hand durchstießen. Immerhin konnte ich die Karten erhaschen. Ah nee, 2 Trefferpunkte haben wir verloren. Gott verdammt, zum Teufel mit dir. Du hast neue Karten des Spukdecks freigeschaltet. Öffne das Kartenmenü, indem du auf die Symbole oben rechts und so weiter. Machen wir das mal. Du kannst die Werte eines Charakters verbessern, indem du seinem Blatt eine Karte hinzufügst. Wähle zum Beispiel Jin aus und platziere den Karo König in seinem Blatt, um sein Glück zu erhöhen. Okay, hier gibt es Geschwindigkeit plus 4 mit der Kreuzdame. Karo König bringt Glück und das gibt eine Bullseye-Chance plus 1. Wir dürfen die aber scheinbar frei auswählen. Inventar ist irgendwie noch nicht freigeschaltet hier. Ich würde gerne nochmal nachschauen und hier haben wir auch noch Fähigkeiten. Da schauen wir auch nochmal rein. Schattenhagel. Jin feuert mehrere dämonische Kugeln ab, die Wände und Deckungen durchdringen können, um allen Charakteren in der Schussbahn Schaden zuzufügen. Flynn hat den Schattentausch. Flynn tauscht den Platz mit einem Charakter in Sichtweite. Sowohl sie als auch der Charakter, mit dem sie den Platz tauscht, verlieren einen Trefferpunkt. Okay, und Bill hat die Rache der Toten, ist allerdings noch blockiert scheinbar. Er fordert ein Paar. Wahrscheinlich müssen wir ein Paar suchen bei den Karten. Bill fügt jedem Gegner in Sichtweite Schaden zu. Der Schaden erhöht sich um 1 je 4 Trefferpunkte, die Bill verloren hat. Okay. Ich schätze mal, wir können die auch später nochmal tauschen. Da würde ich ihr mal die Geschwindigkeit geben. Und den Karo König auf Jin. Dann haben wir mehr Glück. Ja, eine Bullseye-Chance gebe ich jetzt auch Jin erstmal. Und dann schauen wir mal.
später weiter. Reiten wir erstmal weiter. Okay, ich finde es sehr cool. Ich hatte gar nicht mit so viel Story gerechnet, ehrlicherweise. Hier ist ein Bahnhof, hier ist Boomtown. Schauen wir erstmal im Bahnhof vorbei. Als wir uns dem Bahnhof näherten, erblickten wir auf einem Nebengleis einen einsamen Zug und auf der hölzernen Plattform einen traurigen, runden Mann mit den Händen in der Tasche. Ihr seid neu hier, was? Kurz vor der Lawine reingekommen? Was für eine Lawine? Der Ostpass ist blockiert. Keine Züge, keine Straßen, nichts. Wir sitzen in diesem verdammten Tal fest. Okay, was geht in der Stadt vor sich? Dieser verdammte Richie spielt schon wieder Sheriff. Hab gehört, sie haben einen gesuchten Indianer geschnappt. Wollen ihn heute hängen? Ein Indianer, könnte das dir sein? Einen großen Typen in einer Armeejacke? Keine Ahnung, ich wollte nie etwas damit zu tun haben. Okay, wir ziehen weiter. Da ist offensichtlich unser Freund. Dann geht's jetzt rein nach Boomtown. Eine Kleinstadt, vermutlich erst im letzten Jahrzehnt gegründet. Die Schienen enden an einem Bahnhof in der Nähe der Stadt. Ein Galgen wurde am Marktplatz errichtet. Die Bewohner wurden durch das Leben in den abgelegensten Regionen des Westens abgehärtet. Wir betreten Boomtown. Wir blickten von einem Hügel. Okay, da ist dir. Wir blickten von einem Hügel aus auf Boomtown hinab. Es war ein einfaches, noch junges Städtchen. Die Farbe war schließlich noch nicht abgeblättert. Die Schienen verliefen durch den Schnee zum Bahnhof in der Nähe. Als wir näher kamen, hörten wir eine laute Menschenmenge. Die Einwohner hatten sich am kleinen Marktplatz versammelt, um einen blutüberströmten Mann zu begaffen, der gleich gehängt werden sollte. Es handelte sich um Laughing Deer. Das ist dir. Scheiße, die haben ihn richtig verdroschen. Wir befreien ihn aber nicht jetzt. Nein, wir holen den da raus, aber sofort. Den Henker austricksen. So, dann schauen wir mal. Sheriff Richie und all seine Schergen sollen wir ausschalten. Die Nebenziele sind Laughing Deers Ausrüstung beschaffen. Das gibt nochmal ein paar Belohnungen und töte alle Gegner auf dem Platz in der ersten Runde. Dann kriegen wir eine Dynamitstange. Hier kriegen wir die Halskette aus Kojotenzähnen. Oh, das ist cool, aber wir lesen uns den Text erst durch, wenn wir es wirklich kriegen. Und den Witwenmacher kriegen wir automatisch, wenn wir das Hauptziel erreichen. So, dann schauen wir doch nochmal, was wir hier noch bearbeiten können. Jin Carter. Die Eigenschaften, naja, da können wir jetzt hier nicht mehr viel machen. Wir können den Colt der Toten anstelle des Schießeisens nehmen. Vielleicht können wir den auch damit austauschen. Jawohl, können wir. Die AP-Kosten sind das gleiche. 2, aber der Schaden ist höher auf 6. Und die Bullseye-Chance des Charakters erhöht sich um 15%. Das ist doch super, dann nehmen wir den auf jeden Fall nach vorne. Ob wir jetzt hier noch was anderes hätten, weiß ich nicht. Aber sie hat das normale Schießeisen. Und Bill hat noch eine Stange Dynamit im Rucksack. Und auch das normale Schießeisen. Okay, dann sollten wir das Ganze starten und gehen in den nächsten Kampf. Ich bin gespannt. Dann kriegen wir Laughing Deer da raus, hoffentlich. Also natürlich kriegen wir ihn da raus. In der ersten Runde alle umbringen ist natürlich echt heftig. Das geht wahrscheinlich nur mit Dynamit, würde ich mal schätzen. That's enough. We'll be taking that gentleman with us now. Thank you. Look at what crawled out from under the snow, guys. Another lost soul in Boomtown. Pleasure's all mine, Sheriff. See, this friend of yours is wanted in at least 4 states for murdering some big, fat, and famous chief. Did you know about this? I don't care. He's mine. Give him back, now. You heard that, jackass boys? Did that sound like a threat to you? It sure did sound like a threat to me. Do we have time for this? I'm asking you. One last time. Say pretty please. Flynn. Okay. On it, boss. Oh, okay. Flynn nimmt schon mal ihre erste
Ah, das war die, die Eigenschaft, die wir gerade schon gelesen haben. Sie hat jetzt den... Ah, das ist der Schattenhagel, genau. Jedes Mitglied der Bande hat eine einzigartige Fähigkeit. Jin verfügt über eine Fähigkeit, durch die seine Kugeln die gegnerische Deckung und Wände ignorieren. Diese Fähigkeit nennt sich Schattenhagel. Okay. Wähle die Fähigkeit Schattenhagel. Nee, lass mich alleine, Mann. Ach, verdammt. Okay. Eins, zwei, drei Leute. So eine bessere Variante. Nee, das sind natürlich die drei am besten. 666 ist natürlich gut. Und der Schattentausch, Flints Fähigkeit, die haben wir gerade gesehen. Müssen wir das jetzt auch nochmal machen? Ja, leider ja. Ja, das ist immer das Blöde bei Tutorials, dass sie dann natürlich uns Sachen vorgeben. Aber das wird ja hoffentlich bald aufhören. Das ist erst der Anfang. Die Fähigkeiten der restlichen Bandmitglieder schaltest du im Verlauf des Spiels automatisch frei. Vorerst hast du alles gelernt. Wunderbar. Vielen Dank. So. Das heißt, wir kriegen jetzt das als, haben wir das jetzt als Bonus bekommen und sind jetzt trotzdem nochmal dran, ja? Schade eigentlich. Na gut. Na gut, na gut. Dann machen wir das so. Schauen wir erstmal, wen sie überhaupt treffen könnte. Trickschuss. In der ersten Runde sollen wir alle frei umbringen. Das ist natürlich jetzt echt mal nicht so einfach. Ich muss mal kurz mal das Dynamit mal anschauen. Na gut, da wären hier die beiden schon mal hin. Ah, hier fehlt genau ein Punkt. Nee, da könnte man es hinwerfen. Ach Quatsch, das bin ja ich hier. Da müsste man es hinwerfen. Dann sind schon mal zwei weg. Und ich versuche mal mit Escape hier rauszukommen. Das ist von dem anderen Spiel. So, wo kriegen wir am besten so eine Kette hin? Und wo haben wir noch Leute? Da oben steht noch einer. Haben wir Laughing Deer auch dabei? Jawohl. Der hat auch seinen Schädelknacker mit dabei. Der würde den schon mal umbringen. Das ist, glaube ich, erstmal eine gute Idee. Denn dann sind wir ja quasi wieder auf... Null, den Gewehrschützen, das wäre eigentlich das nächste. Würde auch funktionieren. Zwei Punkte und einmal schlagen, müssen wir den bloß ein bisschen verwunden vorher. Kriegen wir da hinten... Ja, wenn wir jetzt einen Trickschuss machen... Geht das überhaupt? Bis da geht's. 100% auf den. Würde ihn umbringen. Okay. Der hat auch nur 5. Der hat auch nur 5. Der hat 10. Aber das heißt Trickschuss 1, Trickschuss 2. Wir können mit Laughing Deer hier runtergehen. Dann müssen wir nur noch... Dann mache ich das jetzt zuerst. Dann gucke ich erstmal oben bei Flynn, ob die den, der direkt vor ihr steht, umbringen kann. Ja, kann sie. Okay, dann machen wir das doch zügig und wunderbar. Nummer 1... Du hast sowieso 100% Chance bei allen. Das der hat ja auch nur 5. Komm, dann geben wir Flynn doch mal ein paar Punkte. Schuss 1, Schuss 2. Wieso hast du jetzt 12 Mal geschossen? Das musst du gar nicht. Schuss 3. Da geht es natürlich nur mit der Hälfte. Wen kriegen wir noch? Den hier oben. Nehmen wir den lieber. Nummer 4. Wir geben natürlich jetzt alle Punkte an Flynn, aber so schlimm ist das ja nicht. Der hat noch 9, der hat 10 und damit sollten die eigentlich ja schon fast beide weg sein. Dann kann ja Flynn den noch einmal halbieren. Und dann können wir mit Jin eigentlich den Rest erledigen. Einmal Trickschuss. Ah, das sind auch 100%. Bei dem ist es fast 100. Aber gut, dann machen wir das einmal da.
Das ist ja jetzt sehr einfach noch alles, ne? So, dann geben wir dem noch eine rein und dann kann der Old Man Bill... Ah, Moment mal. Kommst du darüber? Ja. Nee, kommst du nicht. Schade. Ah, jetzt können wir vielleicht doch in Probleme geraten. Das war ein bisschen doof von mir. Also, den können wir umbringen mit einem. Kommen wir dann, müssten wir eigentlich mit 3 Punkten dahin kommen und können den auch schlagen. Also insofern müsste es vielleicht doch funktionieren. Also, gerne den hier unten angreifen. Right. Mit Laughing Deer. Was a bad call, Richie. Das war Nummer 8. Und dann gibt's da den Schaden 4. Verdammt, das könnte jetzt genau nicht reichen, ne? Obwohl doch, 6 müsste eigentlich reichen. Holt man Bill einmal. Und jetzt Laughing Deer den Schluss. Den Abschlussschlag machen. Damit sollten wir eigentlich alles haben. So, wunderbar. Da müssen wir nur noch seine Ausrüstung besorgen. Und das, liebe Leute, machen wir beim nächsten Mal. Ich hoffe, ich kann hier innerhalb der Mission speichern. Ich gehe mal stark davon aus. Da hinten scheint der Kram zu sein. Das werden wir uns gerne noch holen. Und ansonsten haben wir doch die ersten Spezialsachen schon mal geschafft und sollten auch dieses heiße Objekt nochmal kriegen. Das lesen wir uns dann auch nochmal durch, diese Halskette. Okay, es ist mehr Story, als ich dachte, aber ich finde es ganz cool, dass das so schön erzählt wird. Es ist wunderbar. Mir gefällt das vom Setting her. Mir gefällt die Grafik, ehrlich gesagt, auch sehr gut. Ich finde es super. Ich finde es bisher sehr super. Für mich muss es gar nicht so super mysteriös werden, aber erstmal ist das auch sehr spannend mit diesen ganzen merkwürdigen Fähigkeiten. Dafür ist natürlich diese Mystik irgendwie geil. Und wir schauen mal, wie es weiterläuft. Liebe Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut.